Einen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Zusammen mit mir, ich bin Danny, der Danny Spitters. Guten Tag, Lokführer. Heute fahren Sie mit dem RE50 von Leipzig nach Dresden. In Teil 1 fahren Sie bis nach Riesa. Bitte lassen Sie die Passagiere hier einsteigen, bevor Sie um 16 Uhr abfahren. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf der neuen Strecke Leipzig-Dresden. Und wie ihr es ja gelesen habt, ist dies der erste Teil, in dem wir die Hamsterbacke von Leipzig bis nach Riesa fahren. Dementsprechend wird es natürlich noch einen zweiten Teil geben, den ich in einem gesonderten Video präsentiere. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Wir öffnen die Türen, verlegen den Fahrtrichtungswender nach vorne, begeben uns in den Führerstand und machen hier mal so ein bisschen das Licht an. Führerstandsbeleuchtung. Brauchen wir nicht. Tempomat an. So, 40. Na, das ist zu viel. So, das passt. Wunderbar. Scheibenwischer, wo gehen die an? Weil die brauche ich, werde ich mit Sicherheit gleich brauchen. Instrumentenbeleuchtung. So. Wo gehen in dieser Hamsterbacke die Scheibenwischer an? Naja, wir dürfen auf jeden Fall erstmal abfahren und das werden wir auch tun. 40. So, da habt das nämlich. Immer was anders. So, Leipzig-Engelsdorf, Borsdorf, Wurzen, Kühren, Dahlen, Oschatz und Riesa gegen 16:44 Uhr. So, so.
Wunderschön, wunderschön. So, 160, wunderbar. So, Leipzig-Engelsdorf haben wir dann sofort erreicht. Das heißt, wir werden hier schon mal bremsen. Wunderschön. So, nächste Station Borsdorf. In gut anderthalb Minuten.
80 war der gefordert. Oder wird er gefordert beim nächsten Hauptsignal. Aber wenn wir da mal schnell hinkommen. So, müsst jetzt gleich 80 kommen. Zack, da war's. So. Nächste Station Wurzen, auch immer das sein mag. So, Wurzen ist dann schon ein wenig weiter weg als die anderen beiden, aber das geht noch. Kühren ist dann wieder näher dran. Dahle noch ein wenig weiter. Es geht. Das ist wieder ein wenig weiter. Dies ist übrigens das zweite Szenario. Auf der Strecke Leipzig Hauptbahnhof Dresden, beziehungsweise Leipzig Dresden, RE50 Teil 1. Also es ist, diese Szenarien sind automatisch dabei, wenn man das DLC Leipzig Dresden kauft. Für den Train Simulator 2022 bei Steam. Und insgesamt sind dort 11 Szenarien oder 12 Szenarien sogar, glaube ich, vorhanden. Und dies ist, wie gesagt, das zweite.
Der Regen nimmt kein Ende. Naja, man kann nichts ändern. So, Ankunft in Wurzen in ein paar Minuten. Wunderschön. Aber wir sind schon ein wenig hinterher. 18 Sekunden. Aber ich denke, das wird trotzdem pünktlich. Puh, auf den Punkt genau. Wunderbar. Trotz maximaler Bremse jetzt fast nicht gereicht. Wahnsinn. So, wunderschön. Upsa. So, aufgrund von einigen Ereignissen heute, ist es heute sehr spät geworden für ein Video. Es ist ein volles Video. Deswegen werde ich dieses Video jetzt hier und erstmal abbrechen, beziehungsweise splitten. Werde dann morgen weitermachen und wünsche euch erst einmal einen sehr, sehr schönen Abend. Ein wunderschönes Wochenende. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye. Ciao, Servus und Tschüss.